Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück beim Buchschnack. Ich habe mir für heute etwas ganz Besonderes ausgedacht und habe oder brauche dafür die Hilfe von 4 Booktuberinnen. Beziehungsweise habe die einfach mal gefragt, ob sie mir helfen könnten. Und sie haben zugestimmt. Und warum mich das oder warum das etwas mit meinem Lesevorhaben macht und warum das etwas mit dem Lesevorhaben der 4 Booktuberinnen macht, das verrate ich euch gleich. Also ihr Lieben, schnappt euch eine Tasse Tee. Macht's euch gemütlich und willkommen in der fabelhaften Welt der Bücher. So ihr Lieben, das habe ich jetzt ziemlich spannend angeteasert, oder? Links vor mir steht mein Laptop und da werde ich mir gleich 3 Schnipsel anschauen, 3 Videoclips von 4 Booktuberinnen. Jetzt wisst ihr vielleicht schon, welche 2 Booktuberinnen mit hierbei sind. Und zwar werden mir diese Booktuberinnen ein Buch empfehlen, von dem sie der Meinung sind, dass ich das unbedingt mal gelesen haben sollte, weil es wirklich gut ist. Im Gegenzug bekommen diese 4 Booktuberinnen von mir auch eine Empfehlung eines Buches, von dem ich der Meinung bin, das sollten sie unbedingt mal gelesen haben, weil es wirklich gut ist. Ich habe mir diese ganze Geschichte schon vor ein paar Monaten ausgedacht und habe dann gesagt, wäre ja cool, wenn wir das in diesem Jahr noch schaffen. Es wäre immer noch gut, wenn wir das in diesem Jahr noch schaffen. Es ist aber kein Muss, also an euch, die ich unten schon verlinkt habe und die, denen ich gleich ein Buch empfehlen werde und von denen ich auch gleich eine Buchempfehlung bekomme. Mein Gott, das ist schon wieder ein Kauderwelsch. Ihr habt keinen Zeitdruck, ja? Vielleicht schafft es in diesem Jahr, vielleicht aber auch nicht. Und das ist völlig in Ordnung. Ich möchte euch einfach gerne dieses Buch empfehlen und ich würde mich total freuen, wenn ihr dieses Buch dann auch lest. Kurzer Disclaimer noch anbei, weil ihr diese Bücher eventuell und vermutlich nicht haben werdet. Ich schicke euch die Bücher sehr gerne zu. Also das mache ich wirklich sehr gerne. Ja, damit ihr keine Kosten habt. Wisst ihr? Das möchte ich nämlich jetzt nicht. So, oh mein Gott, ich bin schon ganz gespannt. Eine Sache muss ich noch dazu sagen. Ich habe ja nicht immer im Blick, was ihr alle schon gelesen habt. Ja? Damit ich aber nicht Gefahr laufe, euch ein Buch zu empfehlen, das ihr schon gelesen habt, habe ich mich zu 80% aus einem bestimmten Verlag bedient. Der mein Lieblingsverlag ist, jetzt wisst ihr das wahrscheinlich schon. Aber ihr kennt ja die Bücher noch nicht. So, ihr Lieben, als allererstes gucke ich mir die Empfehlung an von meiner lieben Ruth. Im Übrigen hat Ruth sich ganz spontan dazu bereit erklärt, mir einen Schnipsel zuzuschicken. Das war wirklich spontan. Ich habe gestern gefragt und gestern hat sie zugesagt. Hi Steffi, du hast mir den Auftrag gegeben, dir einen Liebesroman zu empfehlen, den du unbedingt lesen sollst. Da haben aber deine Forderungen nicht aufgehört. Dann kam noch dazu, ja, es soll aber nicht zu kitschig sein und es wäre auch gut, wenn das Paar wirklich richtig dafür arbeiten muss, am Ende ein Happy End zu haben. Tja, du bist aber an die richtige Adresse geraten. Plus, es ist auch noch ein Hype-Buch. Ich glaube wirklich, dass dir Love to Share von Beth O'Leary wirklich gut gefallen wird. Die Konstellation ist eine nette Ausgangslage, nämlich 2, die sich ein Apartment teilen, aber nie begegnen. Tiffy hat das Apartment nachts, Leon arbeitet nachts und ist dann halt nur tagsüber da und die lernen sich dann nur so langsam kennen, vor allen Dingen über Post-its und dabei entsteht Nähe. Beide haben aber auch genug eigene Baustellen, die es zu lösen gilt. Ich könnte mir vorstellen, dass der britische Humor dir gefällt. Ich glaube, dass Tiffy eine Figur ist, die dich begeistern könnte. Leon ist auf jeden Fall einer zum Schwärmen. Und also wenn du jetzt nicht zu Love to Share greifst, dann wahrscheinlich nie. Ruth, vielen Dank für deine tolle Empfehlung. Ich bin sehr gespannt. Ich musste gerade so ein bisschen schmunzeln, weil ich, als du das so zusammengefasst hast, mir auch rückblickend bewusst geworden ist, dass ich lauter Anforderungen hatte. Ich hätte gerne ein Romance-Buch, aber es darf nicht kitschig sein, weil ich mag keinen Kitsch. Generell bin ich bei Romance ja immer sehr skeptisch, weil die meisten halt sehr kitschig sind. Ich möchte nicht, dass sie gleich zueinander finden. Sie sollen schon ein wenig brauchen. Es dürfen auch gern Steine in den Weg gestellt werden, also den Protagonisten. Genau, also ich hatte 1000 Ansprüche und wenn dem jemand gerecht wird, dann ist es gut. Das wird eines der nächsten Bücher werden, die ich lese, da freue ich mich schon sehr drauf. Also wenn es das Buch jetzt nicht wird, ja, dann, dann weiß ich auch nicht, welches Romance-Buch für mich gemacht ist. Also dann gebe ich es mit dem Genre einfach auch auf. Ruth, ich möchte dir natürlich auch ein Buch empfehlen. Ein Buch, das mich sehr zum Schmunzeln gebracht hat, das mir sehr gut gefallen hat, deren Autorin ich auch gerne mag. Und zwar ist es nicht aus dem Fester Verlag.
Es ist von Ella Karina Werner, Der Untergang des Abendkleides. Und ich hoffe, dass du das noch nicht gelesen hast. Solltest du das gelesen haben, Ruth, dann müssen wir bei dir nochmal sprechen. Dann würde ich dir gerne ein anderes empfehlen. Weil aus der Nummer kommst du jetzt halt nicht raus. Ich weiß nicht, ob ich das gestern, als ich dich gefragt habe, ob ich das klar ausgedrückt habe. Du kommst aus dieser Nummer nicht mehr raus. Wenn eine von den Booktuberinnen ein Buch, das ich empfehle, schon gelesen hat, dann mache ich hier nochmal eine Shorts-Geschichte draus und empfehle ein neues Buch. Und das machen wir so lange, bis ich ein Buch finde, das ihr noch nicht gelesen habt. Das hier ist Der Untergang des Abendkleides von Ella Karina Werner. Das sind mehrere Geschichten. Ella Karina Werner ist eine Journalistin und auch Satirikerin. Und das merkt man sehr in ihren Büchern. Mir gefallen die Bücher sehr. Ich habe noch ein anderes Buch von ihr, das ich auch unbedingt noch lesen möchte. Da habe ich auch ganz große Hoffnung, weil mir das eben sehr gut gefallen hat. Ich hoffe, du hast auch sehr viel Spaß dran. Ruth, ich würde dir das auch zuschicken. Der nächste Videoclip ist von zwei Booktuberinnen, das konntet ihr euch wahrscheinlich eingangs schon denken. Eingangs, auch ein schönes Wort. Zu Beginn des Videos habe ich das einmal kurz angeteasert. Und zwar sind das Anja und Maike von den Bookfriends und ich mag die beiden so gerne. Ich habe sie ja das erste Mal live gesehen auf der diesjährigen Leipziger Buchmesse und da war die Zeit so knapp und das war so schade. Also das war wirklich schade. Auch da habe ich auch Kali gesehen und Kali mag ich halt auch so gerne. Und das war echt schade. Also wir müssen das mal irgendwie noch... Also irgendwie müssen wir das noch hinkriegen, ne? Dass wir uns mal anders treffen. Mädels, ich bin sehr gespannt. Eure beiden Bücher, die ich euch empfehlen möchte, die liegen hier direkt vor meiner Nase. Gucken wir mal, ich mache mal ein bisschen Platz, was ihr mir so empfehlt. Oh, jetzt bin ich aber sehr gespannt. Hallo, liebe Steffi. Wir wollen dir natürlich auch zwei Bücher empfehlen, die du unbedingt mal lesen musst. Genau, ich habe mir für dich Das Flüstern der Bäume ausgesucht von Michael Christie. Ich habe das damals gelesen und war sehr begeistert von dem Buch. Und irgendwie, als du uns gefragt hast, habe ich sofort an dieses Buch denken müssen. Ich weiß aber nicht warum. Ich habe das Gefühl, es würde zu dir passen. Ich weiß nicht. Ich habe da direkt so gedacht, das könnte ein Buch sein, was Steffi gefällt. Und weil es mir auch so gut gefallen hat und weil ich finde, dass es ein Buch ist, was viel, viel mehr Leute noch lesen sollten. Es geht hier um Jacinda Greenwood, die in einer Anlage mittlerweile arbeitet, weil es ist eine dystopische Zukunft, in der es keine Bäume mehr gibt. Und sie ist so Naturführerin im Endeffekt, also man darf da jetzt nicht mehr so allein hin zu den Bäumen, zu diesen uralten Bäumen, man muss das richtig buchen, um da den frischen Sauerstoff von den Bäumen zu bekommen, weil es gibt halt keine Bäume mehr, das ist diese Zukunftsdystopie, die in diesem Buch herrscht. Und sie hatte gedacht, dass sie, also sie weiß über die Familie, ihre Familie väterlicherseits weiß sie nichts. Und auf einmal taucht ihr Ex-Freund da auf und hat ein Tagebuch ihrer Großmutter mit dabei. Und Jacinda erfährt immer mehr über ihre Familie, über ihren Vater und über ihre Großmutter, über ihren Urgroßonkel ihren Urgroßvater. Mhm. Und sie merkt, wie sehr ihre Familie mit den Bäumen verbunden ist, schon das Leben lang. Und wie sehr das auch die Familie geprägt hat, diese Beziehung zu den Bäumen, zur Natur, zu dem Holz und was dieser Familienwald auch für diese Familie eigentlich bedeutet. Und sie ist ja so eine Baumkundlerin und ja, sie weiß halt auch, dass das ein ganz wichtiger Teil irgendwo auch ist und erfährt das halt durch dieses Tagebuch noch mehr. Und es geht halt um diese Familie, um vier Generationen und diese schicksalhafte Verbundenheit mit den Wäldern Kanadas. Und das würde ich dir sehr ans Herz legen, dass du das mal liest. Es gibt es mittlerweile auch im Taschenbuch, ist ja schon ein bisschen älter, aber das würde ich dir ans Herz legen. Sehr schön. Wow, das klingt richtig, richtig toll. Spricht mich auch total an. Auch, dass es so dystopisch ist, ja. Ich bin ja immer auf der Suche nach Dystopien und das klingt aber nach einer sehr leisen Dystopie. Oh, Michael, ich freue mich sehr drauf über diese, drauf und drüber, über diese Empfehlung. Freue mich schon drauf, das zu lesen.
Vielen Dank für deine tolle Empfehlung. Jetzt habe ich natürlich für dich auch etwas. Dir empfehle ich ein Buch, das mir so gut gefallen hat. Ich liebe die Autorin sehr. Bislang ist jedes Buch dieser Autorin für mich ein absolutes Highlight. Also nicht nur ein gutes Buch, sondern ein richtiges Highlight. Und es ist auch ganz egal, in welcher Reihenfolge du die Bücher liest. Die spielen alle im selben Setting, aber die haben tatsächlich erstmal nichts miteinander zu tun. Deswegen empfehle ich dir ihren zweiten Band, der hier in Deutschland veröffentlicht wurde. Mein Gott, also anteasern kann ich, oder? Und zwar ist es von Laura Purcell, Das Korsett. Maike, ich weiß nicht, ob du von diesem Buch schon mal gehört hast oder ob du von der Autorin schon mal gehört hast. Laura Purcell schreibt ja sehr, hier steht es auch, viktorianische Thriller. Also das Setting ist immer recht viktorianisch. Thriller könnte man vielleicht auch in Anführungszeichen setzen. Also wenn du kein Fan von Thrillern bist, kann dir das Buch trotzdem sehr gefallen. Und ich hoffe, es gefällt dir genauso gut wie mir. Hier geht es um Dorothea und um Ruth. Und Dorothea wächst sehr wohlhabend auf, ist so in ihren 20ern und widmet sich sehr dem Studium der Phrenologie. Habe ich das richtig gesagt? Ja, habe ich richtig gesagt. Phrenologie. Bei dem Thema geht es sehr viel um, was verrät einem die Kopfform, ja? Was verrät es über einen Menschen, wenn hier hinten zum Beispiel mein Hubbel ein bisschen stärker ausgeprägt ist. Sowas, ganz salopp ausgedrückt, das ist die Phrenologie. Mit dieser Wissenschaft beschäftigt sich Dorothea, und das ist ja in dieser Zeit auch sehr ungewöhnlich, um sich dieser Wissenschaft widmen zu können, intensiv widmen zu können, besucht Dorothea das Oakgate-Gefängnis, und zwar regelmäßig. Eine neue Insassin des Oakgate-Gefängnisses ist Ruth. Und Ruth ist noch sehr jung, 16 glaube ich, und hat wirklich schon sehr viel erlebt. Und Dorothea möchte eben, ich sage es jetzt mal wieder ganz platt, Ruths Kopf vermessen, um zu schauen, ob die Taten, die Ruth begangen haben soll, nämlich sie soll jemanden ermordet haben oder zwei Leute ermordet haben, ob sich das ableiten lässt von der Schädelform. Das klingt jetzt erstmal ganz komisch, und ich kann mich erinnern, dass ich, als ich das Buch bekommen habe, überhaupt gar keine Lust auf dieses Buch hatte, weil mich das, also auch das Korsett, ja, Ruth ist Schneiderin, das hat mich alles überhaupt gar nicht angesprochen. Und tatsächlich fand ich dieses Buch am Ende besser als Die stillen Gefährten, und Die stillen Gefährten waren ein ganz großes Highlight. Guck mal, sieht das nicht schön aus? Maike, das schicke ich dir natürlich sehr, sehr gerne zu, damit du dir das nicht kaufen musst. Das ist ein ganz wundervolles Buch. Die schreibt auch ganz toll. Also Maike, wenn du das Buch liest, dann kann ich dir auch immer empfehlen, ein Handy in der Nähe zu haben, weil du nach jedem Kapitel eventuell googeln möchtest. Sehr gut recherchiert auch für diese Zeit. Da gibt es ja diese gewissen Merkmale in dieser Zeit, und das ist sehr gut recherchiert. Dieses Buch macht wirklich Spaß, und das bleibt sehr lange kleben. Schauen wir mal, was Anja mir empfiehlt. Ja, ich musste bei der Frage, die du an uns gestellt hast, musste ich direkt an dieses Buch denken, was ich gerade relativ frisch gelesen habe, und zwar von Lisa Quentin, Ein völlig anderes Leben. Du kommst ja genau wie ich aus Sachsen-Anhalt. Was ist los? Anja, du kommst aus Sachsen-Anhalt? Das gibt's doch gar nicht. Warum wusste ich das nicht? Aber jetzt verstehe ich diese Verbindung, die wir beide haben. Und die ehemalige DDR ist natürlich auch eine Geschichte, die uns so ein bisschen verbindet in dem Sinne, weil wir da ja herkommen. Und die hat natürlich auch eine Geschichte, die auch eine ziemlich dunkle Geschichte hat, über die vielleicht nicht so viel gesprochen wird. Also ein Thema davon. Und das ist ein Thema, wo es um Zwangsadoption geht. Und ich habe mir da vorher nie so wirklich Gedanken drüber gemacht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Steffi, aber ich habe mir da nicht so wirklich Gedanken drüber gemacht. Ich wusste, dass es das gibt, aber das war es dann auch schon. Mhm. Und dieses Buch thematisiert dieses Thema. Thematisiert dieses Thema, genau. Ja. Und hier geht es nämlich um Jule. Und Jule wird im Westen groß. Sie wächst alleine mit ihrer Mutter auf. Der Vater hat die Familie mit ihrer Schwester auch verlassen. Und die Mutter ist auch schwerst krank. Sie stirbt irgendwann. Und bei der Wohnungsauflösung findet Jule Papiere, die darauf hinweisen, dass sie adoptiert worden ist. Das wusste sie nicht. Und auf der einen Seite wird ihr vieles klar, warum vieles so komisch war. Mhm. Und auf der anderen Seite bricht natürlich auch eine Welt zusammen, weil sie das Gefühl hat, sie wurde ihr Leben lang
angelogen und betrogen. Und sie macht sich jetzt auf die Suche nach ihrer leiblichen Mutter. Und das ist ein unfassbar emotionales Buch. Die Autorin schafft das wunderbar, dass wir wirklich von allen Seiten diese Geschichte beleuchtet bekommen. Und die Schwierigkeit, wie man dann sich wieder annähert und ob das überhaupt möglich ist und ob man überhaupt jemanden wiederfindet, das wird hier so deutlich und intensiv beschrieben, dass ich mir vorstellen kann, dass es dir auch gut gefällt. Also ich würde dir das gerne ans Herz legen. Und das ist ja der Debütroman von Lisa Quentin und die müssen noch mehr gelesen werden. Das ist so, so toll, dieses Buch. Und deswegen... Lies es! Ja, und jetzt sind wir natürlich gespannt, welche Bücher du für uns aussuchst, also für Anja und für mich. Und da freuen wir uns sehr drauf. Meine Güte, das klingt auch wirklich sehr interessant. Anja, vielen Dank für deine Empfehlung. Ja, diese ganze Zwangsadoptionsgeschichte innerhalb der, oder in der DDR oder aus der DDR, das... Ich kenne das Thema, aber ich habe mich tatsächlich auch noch nie so richtig damit befasst. Ich habe mal eine Dokumentation darüber gesehen, das ging mir sehr nah. Das furchtbar, furchtbar. Aber ich freue mich sehr auf das Buch. Ich bin sehr gespannt drauf. Vor allem spannend auch, dass es ein Debütroman ist. Und also, dass ich noch nicht... du kommst aus Sachsen-Anhalt? Anja, dir möchte ich ein Buch empfehlen, das, das einen ganz starken Eindruck bei mir hinterlassen hat. Obwohl es zu dünn ist, hat es einen ganz starken Eindruck bei mir hinterlassen und ich denke immer noch drüber nach. Irgendwie hat mich das, beschäftigt mich das immer noch und ich habe es im letzten Jahr irgendwann gelesen. Ich habe das so sehr genossen, das Buch, dass ich das tatsächlich auch verliehen habe. Ich bekomme das aber zeitnah wieder zurück. Also diejenige, an der ich es ausgeliehen habe, die hat es zu Ende gelesen, die war auch sehr begeistert und ich würde dir das gerne zuschicken, das Buch, dann brauchst du es nicht kaufen. Und zwar, das ist im Übrigen auch der Grund, warum ich es jetzt nicht hochhalten kann, ich blende es aber mal hier ein, es ist Die Farbe von Milch. Geschrieben hat das Buch Nellation und in diesem Buch geht es um Mary und Mary wächst in ganz, ganz armen Verhältnissen auf, arbeitet mit ihrer Familie auf einem Bauernhof. Mary arbeitet richtig hart, richtig hart. Sie ist noch sehr jung, hat keine Schulbildung und das ist vielleicht noch nice to know, bevor man das Buch startet, denn so liest es sich auch, ja, als wenn sie wirklich keine Bildung hat. Das finde ich im Übrigen sehr faszinierend, dass Nellation das so geschrieben hat, als würde das ein junges Mädchen schreiben, das tatsächlich keine Schulbildung genossen hat. Ist sehr einfach formuliert. Die Familie arbeitet, wie gesagt, auf diesem Bauernhof, aber es ist so schwer. Also die kämpfen wirklich täglich ums Überleben. Es ist ein ganz hartes Leben. Und weil sie eben kein Geld haben, verkauft ist das falsche Wort, aber arbeitet Mary eben beim Dorfpfarrer. Das hat der Vater organisiert. Und das Geld, was Mary dort erarbeitet, das gibt sie ihrer Familie, damit die irgendwie über die Runden kommen. Ja? Der Dorfpfarrer hat eine sehr kranke Frau und Mary und diese kranke Frau nähern sich an. Bis zu dem Zeitpunkt, als etwas passiert, Anja, und das hat mir, also, wenn ich es auch vorher irgendwie schon geahnt habe, aber das hat mir, also es hat mich so erschrocken und das, also dieses Buch hat so einen blendenden Eindruck bei mir hinterlassen, dass ich es ganz gerne dir empfehlen möchte und ich hoffe, dir gefällt es genauso gut wie mir. Ich hoffe, du hast es noch nicht gelesen. Wenn du schon gelesen hast, Anja, du weißt Bescheid, dann müssen wir hier nochmal eine Shorts-Geschichte draus machen, dann muss ich dir nochmal ein anderes Buch empfehlen. Ich hoffe, du hast es noch nicht gelesen. Ich freue mich darauf, dass du es liest und was du dann von diesem Buch hältst. Der letzte Videoclip ist von Lena von Expecto Booktronum und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ich bin auch sehr gespannt. Wir haben ja auch nicht den gleichen Lesegeschmack. Das ist ja gerade das, was es so spannend macht, weil man da mal ein bisschen rauskommt aus der Wohlfühlbox, in die ich mich ja immer sehr gerne begebe. Und ich bin sehr gespannt, was Lena mir empfiehlt. Hallo liebe Steffi, es ist mir eine Ehre, in deinem Video mitmachen zu dürfen. Hallo erstmal, ich bin Lena vom Kanal Expecto Booktronum. Und ein Buch, bei dem ich einfach wahnsinnig gerne wissen würde, wie es dir gefällt und es dir deswegen von Herzen empfehle, ist Die sieben Ehemänner der Evelyn Hugo von Taylor Jenkins Reid. Das ist ein Buch, was ja irgendwie überall gehypt wurde und irgendwann wurde ich schwach und habe es mir gekauft. Und ich sage dir, liebe Steffi, ich habe es nicht bereut. Es ist eine so faszinierende Geschichte und mich würde einfach sehr interessieren, ob es dich genauso fesseln kann, was Evelyn Hugo zu erzählen hat, wie es mich gefesselt hat. Ganz kurz vielleicht zur Geschichte, ich muss es hier einblenden, weil ich es gerade verliehen habe. Ich quatsche es nämlich allen auf, die nicht bei drei auf dem Baum sind. Es
Ist das nicht witzig? Lena geht es genauso wie mir mit der Farbe von Milch. Die Farbe von Milch. 1, 2, 3. Ich quatsch dich jetzt damit auch voll. Es geht um, wie der Name schon sagt, Evelyn Hugo, eine absolute Hollywood-Ikone, die so um die 80 Jahre alt ist und die nie viel über ihr Privatleben geredet hat. Um genau zu sein, hat sie immer nur das preisgegeben, was sie preisgeben wollte, aber das meiste komplett unter Verschluss gehalten. Was man aber weiß, ist, dass sie 7-mal verheiratet war. Deswegen die 7 Ehemänner der Evelyn Hugo. Und es ist dann so, dass sie eines Tages eine Lokaljournalistin namens Monique Grant anfragt, ob sie nicht ihre Biografie schreiben will. Und Monique denkt sich so, was? Warum eigentlich ich? So, ne? Und kann eigentlich ihr Glück gar nicht fassen und fragt sich immer, wo der Haken an der Sache ist. Findet man später auch noch raus, was sozusagen der Haken an der Sache ist. Aber vor allem taucht man erstmal in diese Geschichte von Evelyn Hugo ein. Denn Monique fährt dann eben zu Evelyn und Evelyn erzählt ihr dann die verschiedenen Abschnitte ihres Lebens. Du hast also so einen Switch zwischen den verschiedenen Zeiten, also du bist sowohl in der Gegenwart, als dann aber auch aus der Perspektive von Evelyn in der Vergangenheit. Und das ist so spannend und es kommen so viele Wendungen, es kommen so viel Schmerz, so viel Leid, so viele Dinge, die Evelyn einfach vor der kompletten Welt verstecken musste und wollte ans Licht, dass ich wirklich zum Teil da saß und dachte, das kann doch jetzt alles hier eigentlich nicht wahr sein. Und ich habe zwischenzeitlich beim Lesen vergessen, dass diese Person ja gar nicht in echt existiert. Ich wollte zum Teil googeln. Also es ist mir da auch fast noch niemals passiert, würde ich sagen, dass ich so in einem Buch verloren gegangen bin, dass ich dann dachte, die Person ist echt, ja. Auch tatsächlich viele gesagt haben, so. Und diese Faszination möchte ich einfach so gerne mit dir teilen, Steffi, und natürlich mit allen, die dieses Video sehen. Deswegen empfehle ich dir von Herzen dieses Buch und bin sehr, sehr, sehr gespannt darauf, was du sagen wirst, wenn du es gelesen hast. Und ich bin sehr gespannt, was dir noch alles empfohlen wird. Da habe ich auch richtig Bock drauf. Also ich freue mich auch schon, das Video dann zu sehen später. Ach Lena, ich mag dich einfach echt gern. Ich habe gewusst, dass sie mir das empfiehlt. Also das hat mir mein Bauchgefühl schon gesagt, weil ich weiß, dass sie von dem Buch sehr begeistert war und ist. Und ich meine auch, dass ich das Video gesehen habe, in dem sie so rumgeschwärmt hat von diesem Buch. Und deswegen hatte ich das die ganze Zeit bei Lena so im Hinterkopf und ich habe das so ein bisschen mit Lena verknüpft. Deswegen überrascht es mich jetzt nicht und ich freue mich irgendwie, dass sich das so bestätigt hat. Ich bin schon sehr gespannt auf das Buch. Ich habe tatsächlich auch schon mal überlegt und ich glaube, Lena, dass, ich will nichts Falsches sagen, dass sogar dein Video damals so den Anstoß dazu gegeben hat, mir mal das Hörbuch anzuhören. Ich habe es nicht gemacht. Aber das Buch steht jetzt auf meiner Merkliste. Es ist eines der nächsten, das ich lesen werde. Lena, vielen Dank, dass du da so mitgemacht hast, so spontan was so mitgemacht hast. Jetzt möchte ich dir natürlich auch ein Buch empfehlen. Und ich glaube, das hast du noch nicht gelesen. Ich glaube nicht. Ich weiß gar nicht, ob du aus diesem Verlag generell Bücher hast, Lena. Bin mir gerade nicht sicher. Wenn nicht, umso besser, weil wir wollen ja alle aus der Komfortzone rauskommen. Warum sage ich das Wort eigentlich immer so komisch? Komfortzone. Ich sage immer Komfortzone. Das ist das englische Wort. Das Buch, das ich dir gerne empfehlen möchte, ist von derselben Autorin, wie die das Buch geschrieben hat, das ich Mike empfohlen habe. Und zwar ist es Die stillen Gefährten. Das kommt jetzt wahrscheinlich gar nicht überraschend und ich schäme mich auch ein bisschen dafür, dass ich so langweilig bin mit meinen Buchempfehlungen. Aber es sind einfach wirklich gute Bücher, die Must-Read-Rubrik hat. Vor allem die Laura Purcell schreibt. Und dieses Buch habe ich das im letzten Jahr gelesen oder davor? Ich glaube davor. Ich mag das Setting total gerne. Das Ganze spielt ja Ende des 18. Jahrhunderts. 1866 in England. Deswegen auch wieder eine viktorianische, dieses Mal Geistergeschichte, eine viktorianische Geistergeschichte. Laura Purcell lässt es aber den LeserInnen immer sehr frei, hier selbst eigene Interpretationen reinzupacken. Also ist es jetzt wirklich eine Geistergeschichte oder eben nicht? Ich habe dieses Buch sehr genossen. Hier geht es eben um, das Ganze spielt in England 1866, um Elsie. Und Elsie ist die Tochter eines Unternehmers, der Zündhölzer herstellt. Und Elsie heiratet einen Mann, der ziemlich reich ist, der auch so ein großes Anwesen hat. Leider verstirbt dieser Mann kurz nach der Hochzeit. Und Elsie begibt sich mit ihrer, ist das ihre Bedienstete? Die ist auf jeden Fall irgendwie verwandt auch mit ihrem verstorbenen Ehemann. Begibt sich in dieses
Anwesen. Die Bediensteten sind natürlich nicht begeistert. Ja, die haben gar keinen Bezug zu Elsie und trauern eben auch um ihren verstorbenen Ehemann. Ja, das war ja ihr Chefe. Sie kämpft also nicht nur mit den Bediensteten, mit denen sie es auch einfach nicht leicht hat. Ja, die haben es auch nicht leicht, aber sie hat es halt auch nicht leicht. Das fühlt sich für die so ein bisschen an wie ein Eindringling. Sie kämpft auch mit dieser kargen Gegend, die ich wundervoll finde, ganz wundervoll. Und dann gibt es in diesem Anwesen noch einen Raum, der verschlossen ist, ganz oben. Der ist verschlossen und Elsie kommt einfach nicht rein. Es gibt auch irgendwie keinen Schlüssel dazu. Und eines Tages steht diese Tür offen. Lena, dieses Buch ist so großartig. Ich habe es so genossen. Oh. Es gab tatsächlich, also es ist jetzt nicht mega gruselig, ja, das sage ich dir gleich mal. Aber es gab eine Szene, das erzähle ich bei diesem Buch immer, es gab eine Szene in diesem Buch, da, Lena, du kennst doch das bestimmt, wenn du einen Film guckst, ja, und dann deutet die Musik schon irgendetwas an, dass gleich irgendetwas Schreckliches oder Spannendes oder was auch immer passiert, und dann knallt es einmal und du zuckst so zusammen, weil da irgendwas passiert ist. So war es in diesem Buch auch, was ich total verrückt finde, weil man ja nicht Wort für Wort liest, ja, also es ist jetzt nicht nur so, dass man ein Wort liest und das, was danach kommt, erstmal ausblendet. Man arbeitet sich ja schon vor, auch so ringsherum, ja. Eigentlich ist es nicht möglich, dieses Buch macht es möglich. Da bin ich an einer Szene wirklich zusammengezuckt und ich bin gespannt, wie dir es gefällt. Und ich hoffe, dir gefällt es genauso gut wie mir bzw. der Leserunde, in der wir das gelesen haben. Ich fand es großartig. So, ihr Lieben, das waren die Empfehlungen von Maike, von Ruth, von Lena und von Anja. Und ich freue mich sehr, dass ihr mitgemacht habt. Vielen, vielen Dank. Ich bin ganz gespannt auf die Bücher, die ihr mir da empfohlen habt. Und wir machen das so, dass ich euch die Bücher zuschicke. Jetzt musste ich kurz nachdenken. Ich schicke euch die Bücher, die ich euch empfohlen habe, einfach zu. Ihr braucht die nicht kaufen. Das ist ja Quatsch, ja? Ich glaube nicht, dass euch die Bücher nicht gefallen werden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber nur für den Fall wäre es ja ärgerlich, wenn ihr die gekauft hättet. Aber es ist unwahrscheinlich. Es ist wirklich unwahrscheinlich. Ich werde euch alle Bücher, die hier genannt wurden, in die Infobox packen. Und wenn ihr ein Buch schon gelesen habt von den Büchern, die hier genannt wurden, auch von meinen Empfehlungen, dann schreibt mir das mal bitte in die Kommentare. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Schreibt mir mal, wie ihr das gefunden habt. Und wir sehen uns ansonsten im nächsten Video. Da freue ich mich schon drauf. Bis dann. Ciao.